Servus Burschen, wir sind heute wieder back. Heute Spezialfolge wie letztes Jahr, Vorbereitungen aufs Moped-Beschleunigungsrennen in Greinbach am PS Racing Center. Dax Factory und Pampana sind schon bereit hinter mir. Pampana mit seiner Waffe, was wir ihm extra hergerichtet haben für das Ganze. Dax Factory, mit was startest du? Ja, es liegt noch drinnen mit dem eigentlichen Startgerät. Okay. Jetzt sind wir wieder zurückgerissen. Zu deinem treuesten Gefährt, sagst du. Mein Alltagsgerät. Jawohl, also Dax Factory mit der Buchmaxi hin. Und ich würde sagen, heute probieren wir aus, wer von uns die schnellste hat, oder? Ich bin da mit dem Blueprint-Projekt, das ist ein wenig außer der Wertung heute. Das hat ein bisschen zu viele gute Komponenten drauf. Aber ich glaube, eure sind ziemlich ähnlich, oder? Bambana, was hast du da drauf eigentlich? DMP-Zylinder, MVD-Zündung, 15er Bing und Reso-Zigarre. Sportluftfilter, ja. Sportluftfilter an. Nicht ganz. Dax Factory, du hast da eh das altbekannte Setup, Athena 70 Kubik, Dax Factory Anreißer wie immer, 15er Ping-Vergaser und RS-Zigarre und auch die MVD-Zündung, gell? MVD. Also es ist eigentlich ziemlich ein ähnliches Setup, nur dass der Bambana ein bisschen einen billigeren Zylinder hat. Und ich würde sagen, wir beginnen mit einem Rennen S2 gegeneinander, oder? Und schauen einmal, wie die Übersetzung ausschaut. Du hast die Übersetzung 12 zu 40 und du hast die Übersetzung Dax? Ich glaube, Dax. Weißt du das? Ah, 10-40 haben wir umgeändert, 10, genau. 40? Ja. Ist ein Wirt-Moped. Was hast du, Dax? Wahrscheinlich 15-45 in etwa, oder? 14-45, okay. Die hat letztes Jahr passt, die Übersetzung. Die hat letztes Jahr, glaube ich. Nein, ich glaube, ich bin heuer um einen Zahn niedriger. Okay. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, ich stelle mir mal vier in Bambana ein. In Dax Factory schnall mir die GoPro drauf. Und ich filme das von vorne alles, okay? Ich gebe das Startkommando. Geht schon, könnt ihr auch starten. Nur mit der GoPro, oder was? Ja, er sieht damit. Ja, die zwei Starter sind, glaube ich, relativ startklar, wie es ausschaut. Das sind genau 100 Meter, ihr kennt die Location nicht. Und ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los! Beim Bahner viel besser Start, Dax muss pedalieren, aber ich glaube, Dax eine kommt doch erst kommen, oder? Nochmal! Nochmal, okay, was? Wieder fremd spielen, Alter! Jawohl, nochmal! So, die zwei Fahrer machen sich wieder bereit! So, ich gebe wieder Startkommando auf die Plätze, fertig! Los! So, diesmal bei den guten Start halbwegs bei der Dax Factory vor dem Windschatten rein. Aber er kann nicht mehr aufholen. Man fährt ein paar, die sich schon unten. Ja gut, dann Dax, du musst eh aufbrechen, oder? Ja, ich muss noch was aufbrechen heute. Gibst du ein Startkommando? Ja,
Wir wissen eh noch keine Zeit und ich würde sagen, das müssen wir heute raus. Kann da noch weiterfahren? Circa 8, ne? Also das kannst du schwer sagen, ja, ja. Aber ich schätze so zwischen 8 und 9 Sekunden bist du auf jeden Fall dabei. Ne? Das geht sicher besser. Ne? Wir werden es einfach laut dem Dings da annehmen dann, laut dem Video. Na gut, Burschen, ihr habt gesehen, unsere Testfahrten. Schaut alle vorbei, morgen beim Moped-Beschleunigungsrennen. Beim Banner 46, was meinst du aus, nachdem du den Tax Factor jetzt zweimal haushoch geschlagen hast? Der Pizzakoch wird sie da müssen, wenn er an den Start geht. Jawohl. Also, jetzt kommt endlich die Auflösung. Viele sind verwirrt, weil es zwei blaue Mopeds gibt. Das haben viele nicht gewusst. Viele haben geglaubt, das ist ja auch dasselbe und wir bauen das immer um. Von Banner 46 und ich haben viel Zeit investiert. Beschleunigungsrennen 2021 mit Mario Hofstadler, Ewald Holzer. Alle werden dabei sein. Es wird wieder ausführliche Videos geben. Schaut alle vorbei bei der Veranstaltung. Ist das beste Event, eins von den besten Events im Jahr. Und beim Banner 46, du machst heute den Abschluss. Du machst heute den Abschluss. Was wünscht die Leute bis dorthin? Was? Die sollen sich nicht zu wild einsteigern, oder? Ich steige euch nicht zu wild rein. Gibt es viel Gas. Die Rappen müssen sich wohl machen am Wochenende. Jawohl, wir sehen sie am PS Racing Center morgen. Schaut vorbei auf unseren Stand und wir freuen sich schon. Bitte.